Herzlich willkommen hier zurück zu diesem AutoCAD-Tutorial. Falls du das erste Tutorial-Video verpasst hast, kannst du oben rechts die Infokarte anklicken. Dort gelangst du zur Playlist dieses Tutorials und verpasst kein Tutorial mehr oder findest halt die gesamte Liste von den Videos, die wir bis jetzt haben. Hast du das AutoCAD installiert mit mir zusammen, dann fangen wir jetzt schon mal an, die Oberfläche ein bisschen genau zu betrachten. Ganz oben links haben wir ein großes A-Symbol. Wenn wir darauf klicken, können wir neue Zeichnungen erstellen, Dateien öffnen, konvertieren, vergleichen und wiederherstellen. Neben dem roten Autodesk-Symbol haben wir neu, eine neue Zeichnung erstellen, Datei öffnen oder über mobil öffnen, also am Handy öffnen, wenn wir die App installiert haben. Und die Planungsunterlagen sind, kommen wir später zu, okay? Da werde ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Dann haben wir noch eine kleine Schaltfläche. Hier können wir die Symbole ein- oder ausschalten und eine Menüleiste einblenden oder ausblenden. Das ist unsere Menüleiste, ne? Die blenden wir erstmal aus. Wir erstellen jetzt erstmal eine neue Zeichnung, aber nicht mit erste Schritte, sondern hier oben mit dem weißen Symbol neue Zeichnung, neu. Hier wählen wir jetzt am besten ACAD ISO DBT und öffnen diese Vorlagedatei. Später erstellen wir eine eigene Vorlagedatei, wo unsere gebrauchten Linienstärken, unsere Schriftarten und so weiter drin sind. Aktuell nehmen wir erstmal die, damit wir überhaupt erstmal beginnen können. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Befehl. Oder, Moment, genau, wir schauen sie uns oben nochmal an, weil es sind neue Sachen dazugekommen. Wenn wir jetzt nochmal auf das rote Autodesk-Symbol klicken, sehen wir schon, jetzt ist hier noch Speichern hinzugekommen, Speichern unter, Importieren, Exportieren, Publizieren, Drucken und Zeichnungsprogramm Einstellungen. Importieren, da können wir PDF oder andere 3D-Formate zum Beispiel importieren. Bei Exportieren genauso können wir für andere Programme unsere Zeichnung oder 3D-Objekte später exportieren. Publizieren heißt, hier können wir zum Beispiel 3D-Objekte an 3D-Druckdienst senden oder unsere Zeichnungsunterlagen zusammenpacken und an die Kollegen schicken. Hier können wir auch noch drucken und hier können wir bei Zeichnungsprogrammeinstellungen unsere Einheiten als festlegen, indem wir zeichnen wollen. Aber da kommen wir später noch zu. Und hier natürlich noch Zeichnung schließen. Wenn wir in dem Fenster bleiben, finden wir hier noch Optionen. Wenn wir darauf klicken, kommen wir in die Programmoptionen. Hier können wir natürlich Einstellungen vornehmen, aber da kommen wir in einem separaten Video dazu, was wir hier machen können, was nicht. Oder was wir nicht machen sollten. Okay, kommen wir nochmal zu der kleinen Leiste oben links, wo neu ist. Hier können wir jetzt auch öffnen und speichern. Hier nochmal am Handy öffnen, wenn wir die App installiert haben und auf Handy speichern. Dann ist noch Plotten hinzugekommen, rückgängig, also ein Schritt zurück oder ein Schritt vorwärts wiederherstellen. Und daneben, jetzt ist auf einmal mehr hier drin, da können wir nach hier oben verschiedene Sachen hinzuschalten, zum Beispiel Layer. Ne? Dann können wir hier oben immer ruckzuck die Layer wechseln. Aber das schalten wir wieder aus, das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Als nächstes kommen wir auf die rechte Seite. Hier haben wir so ein Schriftfeld, da können wir zum Beispiel Begriffe eingeben, wenn wir Hilfe bei bestimmten Dingen brauchen. Ja, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie zeichne ich eine Linie, dann gebe ich hier einfach mal Linie ein, drücke Enter und dann öffnet sich die AutoCAD-Hilfe und sagt uns zum Beispiel hier Linien, was Linien sind, wie man die zeichnen kann, wie man die Maße eingibt und so weiter. Ne? Die gleiche Hilfe könnt ihr auch mit der Taste F1 auf eurer Tastatur öffnen. Na, da öffnet sich die Hilfe und dann könnt ihr hier auch wieder eure Hilfsthemen eingeben. Rechteck. Na? Und da habt ihr das gleiche wieder. Daneben habt ihr so ein kleines Fernglas. Das öffnet auch wieder die Hilfe. Also entweder F1 oder das Fernglas anklicken. Daneben steht jetzt mein Name. Da könnt ihr euch mit eurem Account anmelden. Daneben ist dann so ein kleines Einkaufssymbol, Einkaufswagensymbol. Hier könnt ihr euch zusätzliche Programme zu AutoCAD hinzukaufen, also zusätzliche Funktionen freischalten von Drittentwicklern. Ja, also die kosten manchmal Geld, manchmal sind sie kostenlos. AutoCAD bietet halt nicht so viele Berechnungssachen oder sowas. Da können wir dann halt hier zusätzliche Applikationen dazu kaufen.
Daneben, ja, kann man sich mit einem Autodesk-Account verbinden oder YouTube, Auto, hier einen Autodesk-YouTube-Kanal besuchen und sowas. Dann haben wir hier nochmal die Hilfe. Hier können wir auch noch Feedback an Autodesk senden, wenn zum Beispiel irgendwie Programm, wenn man irgendwie eine Funktion vermisst oder wenn man halt unzufrieden ist, wenn man Lob geben will, sowas, solche Sachen. Ne? Hier kann man auch Sprachpakete herunterladen. Ja, ansonsten minimieren, maximieren, schließen und dann kommen wir mal zu dem großen Bereich hier, den wir hier sehen. Ne? Das ist unser Zeichenbereich, unser Arbeitsbereich. Hier drinnen zeichnen wir unsere Objekte, unsere Zeichnungen. Oben links in diesem Zeichnungsbereich haben wir so zwei Texte. Die interessieren uns erstmal nicht, denn die sind eigentlich für 3D erst interessant. Hier sehen wir nach oben rechts diese zwei Tabs. Hier können wir zum Beispiel, wenn mehrere Zeichnungen geöffnet sind, zwischen verschiedenen Zeichnungen hin und her wechseln. Ja. Auf der rechten Seite können wir das Fenster minimieren, maximieren, schließen. Das würde aber nur die eine Zeichnung schließen. Darunter haben wir dann unser Steering Wheel, unser Navigationswürfel. Den brauchen wir in 2D auch nicht. Der ist dann für 3D interessant, also den könnt ihr ruhig, jetzt momentan braucht ihr den keine Beachtung schenken. Ansonsten haben wir auf der rechten Seite noch das Steering Wheel. Hier können wir zum Beispiel zoomen oder schieben mit Pan. Was haben wir hier noch? Orbit, das brauchen wir jetzt nicht, das ist alles 3D. Also ich empfehle jedenfalls nicht mit diesem Steering Wheel zu arbeiten. Das geht einfacher. Dann haben wir hier noch so eine Hand. Ihr seht es, da kommt so eine Hand, ohne dass ihr was macht. Wenn ihr jetzt die Hand auf irgendeine Stelle in dieser Zeichnung gedrückt haltet, könnt ihr ganz normal schieben, die Zeichnung, seht ihr? Mit Escape könnt ihr den Befehl wieder beenden. Als nächstes haben wir hier Orbit, da komme ich auch erst im 3D dazu, das lassen wir jetzt erstmal weg. Und hier haben wir noch Show Motion. Ich habe mal raufgeklickt und da ist hier unten dieses kleine Ding erschienen. Hier kann man zum Beispiel kleine Animationsläufe abspielen lassen. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt draufklicken bei neuer Ansicht und hier könnte man Namen eingeben, Ansichtskategorie festlegen, haben wir keine Ansichtstyp, ob es ein Foto ist oder aufgezeichnete Navigation. Ja, und jedenfalls, wenn ich jetzt hier mal Voransicht klicke, da spielt er halt so eine kleine Animation ab. Ja. Die Animation können wir auch hier bei Bewegungstyp abändern, zum Beispiel zu links verfolgen und dann würde es halt von links nach rechts einspielen. Das ist eine kleine Spielerei. Ich klicke jetzt hier auf Abbrechen und schließe das kleine Feld wieder und schiebe diese Befehlsleiste wieder runter, bis es so einhakt. Ja, und dann kommen wir auch schon unten links zu unserem Kreuz hier. Das ist das Benutzerkoordinatensystem, die X-Achse und Y-Achse. Das sind die Achsen, auf denen wir zeichnen. Ja? Also AutoCAD zeichnet im 2D oder auch 3D mit den normalen Zeichenbefehlen immer auf der X-Y-Achse. Die Z-Achse, die kommt erst in 3D dazu, die brauchen wir so gar nicht behandeln. Also X-Y. Ja? Als nächstes haben wir hier unsere Befehlsleiste. In der Befehlsleiste können wir zum Beispiel Befehle eingeben. Jede Funktion hier oben hat einen Befehl. Ja, zum Beispiel, wenn ich auf Linie drauf bleibe, dann sehen wir hier ganz unten steht Linie, also über den F1 drücken, um weitere Hilfe aufzusuchen, steht Linie. Wenn ich jetzt den Befehl zum Beispiel hier unten eingebe, Linie, ja, dann öffnet sich so ein Fenster mit ähnlichen Worten. Ich will jetzt aber die Linie und schon könnte ich ja anfangen, Linie zu zeichnen. Ne? So. In diesem Befehlsfenster werden uns aber auch Informationen angezeigt. Zum Beispiel, wenn ich hier Time einklicke. Moment, wo haben wir das? Na, Time will ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt eigentlich wissen. Ja, okay. Jedenfalls können wir hier Befehle eingeben oder uns bestimmte Sachen anzeigen lassen. Zum Beispiel werden uns hier unten Informationen gegeben, wenn wir irgendwas zeichnen. Ich drücke jetzt einfach mal den Kreis an.
Ja, dann werden uns hier noch bestimmte Auswahlsachen angezeigt, die wir anklicken können. Also auf jeden Fall immer mal mit hier runter gucken, was uns angeboten wird. Oder an dem Cursor, seht ihr schon, hier an dem Cursor ist so ein Textfeld, Mittelpunkt für Kreis angeben oder. Ne? Also der Computer spricht hier mit uns und da sollen wir halt immer das machen, was da geschrieben steht. Ich habe jetzt Escape gedrückt und wir schauen jetzt mal hier unten links. Da haben wir den Modellbereich. Modellbereich ist immer der Bereich, wo wir drin arbeiten, zeichnen. Und Layout-Bereich ist immer der Bereich, wo wir unsere Papierformate und Ausgabezeichnungen dann fertigstellen können und plotten können und dann ab in die Produktion geben und so weiter. Ne? Aber wir bleiben erstmal beim Modellbereich. Auf der rechten Seite haben wir nochmal, hier steht Modell. Hier kann ich nochmal auf den Papierbereich wechseln. Oder wenn ich jetzt nochmal hier raufklicke, wechselt er in den Modellbereich im Papierbereich, wenn ein Ansichtsfenster vorhanden ist. Das Ansichtsfenster ist dieses Teil hier mit diesem Raster drin. Wenn ich das rauslöse, ist das Ansichtsfenster weg. Und ich kann hier unten auch nicht mehr wechseln. Dann kann ich nur noch auf der linken Seite zum Modellbereich wechseln. Kommen wir zu den kleinen Buttons. Das erste ist das Zeichnungsraster. Oder wir schauen erstmal ganz rechts. Hier haben wir so drei Striche. Da klicken wir mal rauf und gucken, was da alles aktiviert ist. Sollte bei euch jetzt irgendwas deaktiviert sein, was hier aktiviert ist, dann aktiviert die Sachen bitte, weil sonst kommen wir gleich durcheinander hier. Also Modellbereich aktivieren, Rasterfangmodus, dynamische Eingabe, Automodus, polare Spur, isometrische Zeichnung und so weiter. Also überall, wo bei mir ein Häkchen ist, da müsst ihr auch ein Häkchen haben. Also als erstes haben wir das Raster. Das Raster ist das, was hier im Hintergrund ist, mit diesen weißen und bisschen dunkler hinterlegten Linien. Das können wir hier ein- und ausschalten. Und wir können mit Rechtsklick Rastereinstellungen auch festlegen, wie die Abstände des Rasters sein sollen. Aktuell sind die hier auf 10 Einheiten eingestellt. Die Einheiten richten sich immer nachdem wir was eingestellt haben, entweder Millimeter, Meter und so weiter. Ja? Also aktuell sind 10 Einheiten eingestellt. Raster ist ein, wenn ich es ausmache, dann würde es dann hier hinten verschwinden wieder. Ne? Gut. Kommen wir hier zum Fangmodus. Der Fangmodus ist dafür da. Aktuell, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Zeichnungsbefehl starte, dann würde die Maus hier frei bewegbar sein. Ja? Ihr seht, die läuft schön flüssig frei hier drüber. Sobald ich das aktiviere, den Fangmodus, mal näher rangehen, dann seht ihr, der fängt hier immer diese Rasterpunkte von diesem Raster, wo die sich überkreuzen. Ja, also das läuft jetzt nicht mehr so schön flüssig. Der fängt jetzt hier wirklich die Punkte. Und den Abstand kann ich natürlich auch noch einstellen, indem ich in die Fangeinstellung gehe. Und dann kann ich hier die Abstände eingeben, wo der Fang aktiv sein soll. Wenn ich jetzt hier 5 eingeben würde, würde er von einem Feld von 10 immer die Hälfte nehmen. Erklärt sich eigentlich von selbst. Könnt ihr ja mal kurz ausprobieren, wenn ihr wollt. Stellt es dann aber auch wieder zurück, so wie es hier ist. Ja. Wenn ihr soweit seid, dann gucken wir uns hier mal die dynamische Eingabe an. Die dynamische Eingabe bedeutet so viel, ich nehme jetzt mal irgendeinen Befehl und dann sehe ich hier am Cursor so ein Schriftfeld. Ne? Da steht jetzt ersten Punkt angeben und so zwei Felder. Da kann ich jetzt irgendwas eintragen, Komma geben und noch was eintragen, Enter drücken und dann würde da unsere Linie hinspringen zum Beispiel. Ne? Wenn jetzt aber die dynamische Eingabe deaktiviert ist und ich nehme einen Befehl, dann seht ihr schon, an unserem Cursor erscheint kein Text. Dann müsst ihr allerdings hier unten in die Befehlsleiste schauen. Linie ersten Punkt eingeben. Und dann müsst ihr hier drin arbeiten. 0,0 ist zum Beispiel mein Nullpunkt. Und jetzt müsste ich hier meine Längen und so weiter eingeben. Zum Beispiel 10, Enter. Und dann ist die Linie schon 10 lang. Das ist die dynamische Eingabe. Am besten aktiviert lassen, weil dann habt ihr die Hilfe immer direkt an der Maus. Cursor orthogonal einschränken. Aktuell, wenn ich jetzt einen Zeichenbefehl nehme und irgendwo hinklicke, dann könnte ich hier die Maus auch wieder frei bewegen. Ja, hier zum Beispiel, was haben wir jetzt hier? 180 Grad, 135 Grad, 90 Grad und so weiter. Wenn ich jetzt aber den Automodus aktiviere
und irgendwo hinklicke, dann seht ihr schon, das zappelt so. Da können wir nur im 90-Grad-Modus zeichnen. Na, also wir können jetzt keinen freien Winkel mehr wählen. Also das kann man aktivieren, wenn man zum Beispiel Wände zeichnet oder irgendwie nur gerade Sachen zeichnet. Aber wenn man zum Beispiel eine Wand mit 45-Grad-Winkel hat, dann können wir nicht damit arbeiten. Dafür können wir aber hier mit unserem Cursor auf bestimmte Winkel einschränken arbeiten. Ich aktiviere das mal. Ups. Und jetzt sehen wir schon, wenn ich jetzt die Maus so leicht bewege, rastet der immer so richtig ein hier, ne? Alle 45 Grad. Das liegt daran, weil der Winkel aktuell auf 45 Grad eingestellt ist. Bei euch ist der vermutlich auf 90 Grad eingestellt. Ihr könnt es ja mal auf 45 Grad wechseln und dann ausprobieren. Irgendwo hinklicken, eine Linie ziehen, ohne zu klicken und dann einfach mal mit der Maus so ein bisschen runterfahren, langsam, bis der hier so einrastet. Da seht ihr so eine grüne Hilfslinie, das heißt immer, dass ihr im Winkel seid, der da unten eingestellt ist, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen eigenen Winkel hinzufügen möchte, gehe ich hier auf die Spureinstellung und sage zusätzlicher Winkel, einen neuen Winkel von 33,3 Grad. Wir müssen einen Punkt als unser Komma nehmen, weil Komma würde immer die Achse wechseln. Wenn ich jetzt hier ein Komma eintrage, dann würde AutoCAD sofort meckern und das nicht mitmachen. Wenn ich jetzt wieder auch einen Punkt setze und die 3 hinsetze, dann akzeptiert er die 33,3 Grad. Also ein Punkt ist unser deutsches Komma. Das kommt davon, weil AutoCAD ein amerikanisches Programm ist und Komma ist dort ein Trennzeichen, ein richtiges Trennzeichen. Die nehmen zum Beispiel den Punkt, um Kleinstwerte anzugeben. Gut, ich habe jetzt den 33,3 Grad erstellt, drücke OK, gehe wieder hier runter auf meine Schaltfläche und wähle die 33 Grad. Und jetzt, wenn ich jetzt zeichne und die Maus langsam bewege, dann rastet der bei 33 Grad ein, ne? Also alle 33 Grad rastet der jetzt richtig ein. 3, 3, 6, 6, 9, 9, 1, 3, 2 und so weiter. Ne? Okay, das stellen wir aber wieder zurück auf 45 Grad und löschen den Winkel wieder raus. Genau. Das war jetzt hier Cursor auf bestimmte Winkel einschränken. Das am besten aktivieren, das ist eine große Hilfe. Als nächstes haben wir isometrische Zeichnung. Wenn wir hier raufklicken oder hier auf den kleinen Pfeil drücken, dann können wir hin und her wechseln und verschiedene isometrische Ansichten anzeigen. Oder ihr seht ja, wie das Raster sich hier hinten ändert. Ne? Hier mache ich jetzt mal eine isometrische Ansicht von vorne. Ja, und schon könnten wir hier isometrisch loszeichnen. Das können wir wieder deaktivieren, das brauchen wir jetzt nicht. Als nächstes haben wir Fangreferenzlinien anzeigen. Das heißt so viel wie, wenn ich jetzt hier eine Linie habe und hier zum Beispiel noch eine und ich möchte jetzt genau auf dem Punkt landen, aber gerade, hier seht ihr das, dann müssen wir sozusagen den Endpunkt dieser Linie kurz anfahren, ohne zu klicken, dann erscheint da so ein grünes Plus drin. Wenn es da ist, können wir ungefähr auf die Höhe der Linie und sehen, dass wir mit der Linie auf gleicher Höhe sind. Ja? Und wenn ich jetzt das schließe, dann sehen wir auch, wir sind hier im 90-Grad-Winkel und hier haben wir die Länge bis zu dem Punkt hier oben von dieser Linie. Bis zu diesem Punkt haben wir das. Ne? Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ist auch ganz praktisch, empfehle ich einzuschalten. Als nächstes haben wir Fangpunkte. Da klicken wir auch mal auf das kleine Dreieck. Und ihr aktiviert bitte nur die drei Punkte und die Hilfslinie. Alle anderen Punkte, die eingeschaltet sind, schaltet ihr bitte aus. Das könnt ihr schneller machen, indem ihr ja unten auf die Objektfangeinstellung klickt und dann hier ruckzuck ausschaltet, was nicht aktiv sein soll. Das machen wir, weil, wenn die Zeichnungen später größer werden, jeder Fangpunkt braucht Rechenleistung. Und wir arbeiten aber jetzt nur mit Endpunkten, Mittelpunkt, Zentrum und einer Hilfslinie. Die anderen Punkte, wenn wir sie brauchen, rufen wir uns manuell auf, einmalig. Einfach okay, wenn ihr fertig seid, eingestellt habt.
Und weiter geht's. Also ich zeige das mal kurz, was die Fangpunkte sind. Ich zeichne jetzt hier irgendeine Linie hin. Und jetzt das hier zum Beispiel, das Grüne, was hier angeht, das sind die Fangpunkte. Da haben wir zwei Endpunkte, einen Mittelpunkt. Und diese Fangreferenzlinie, das ist diese grüne Linie. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kreis später haben, hat dieser Kreis einen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist auch hier unten aktiviert mit Zentrum. Ja. So, nochmal. Wenn ich das anfahre, hier seht ihr, da erscheint automatisch dieser Mittelpunkt hier. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Kreis den Quadranten fangen möchte, dann muss ich Steuerung, Rechtsklick und hier kann ich jetzt einmalige Punkte auswählen. Zum Beispiel möchte ich jetzt den Quadrant des Kreises. Klicke ich drauf, fahre an den Kreis und schon seht ihr, hat der Kreis auch auf einmal Fangpunkte. Ja? Die nehmen wir halt immer nur, wenn wir sie wirklich brauchen, damit der Computer nicht so viel zu rechnen hat. Nehme ich den Befehl nicht, hat er nur den Mittelpunkt. Ne? Also Steuerung, Rechtsklick, Quadrant zum Beispiel am Kreis. Und dann können wir auch den Quadrantenkreis wählen. Oder wenn wir jetzt die Punkte hier verbinden wollen, könnten wir sagen Steuerung, Rechtsklick, Schnittpunkt oder Lotrecht. Ja? Ein bisschen Grundverständnis von solchen Funktionen sollte schon da sein. Also diese Bezeichnungen, ja. Weil Lotrecht erklärt sich von selbst, Lotrecht nach unten oder parallel. Es soll an einem Punkt fangen. Basispunkt ist ja Nullpunkt. Nächster Punkt, was haben wir hier oben noch? Endpunkte, Mittelpunkte, Schnittpunkte, angenommene Schnittpunkte und so weiter. Ja. Also, aber wir lassen nur die drei oder vier Punkte aktiv, diese vier Fangpunkte. Der Rest wird alles abgeschaltet. Als nächstes haben wir hier noch wechselnde Auswahl. Die wechselnde Auswahl ist dafür verantwortlich, wenn ich jetzt hier eine Linie habe und die wird durch eine andere Linie überdeckt. Ich gehe hier mit der Maus drauf, dann erscheint so zwei kleine Rechtecke im Cursor. Ne? Das seht ihr schon. Wenn ich jetzt hier auf diese Linie raufklicke, erscheint dieses Fenster und jetzt könnte ich hier zwischen zwei verschiedenen Linien wählen. Die untere Linie ist die Linie, die unten drunter liegt. Und die obere Linie ist die oben drauf liegt, die blaue. Ja? Das ist zum Beispiel nützlich, wenn wir Wände haben, da kommen noch Fenster drauf, ja, und ich möchte aber jetzt die Wand unter dem Fenster haben, dann sage ich halt, ja, dann hilft mir halt diese wechselnde Auswahl weiter, die richtige Linie zu wählen. Wenn ich das ausschalte, wechselnde Auswahl, dann wählt AutoCAD automatisch immer die obere Linie, die oben drauf liegt, ja, also der fragt dann auch gar nicht mehr. Im 2D-Bereich empfehle ich es eingeschaltet zu lassen und 3D später ausschalten, weil das kann dann störend werden. Als nächstes haben wir hier die Beschriftungsobjekte anzeigen. Das ist dafür da, dass unsere Maßungen angezeigt werden, Texte und so weiter. Dann haben wir Maßstäbe zu Beschriftungsobjekten hinzufügen. Das heißt einfach nur, wenn wir jetzt hier 1:1 steht ja hier schon, da kann man die Maßstäbe wechseln. Wenn wir jetzt hier zeichnen 1:1 und zum Beispiel einen Text hinsetzen, hat dieser Text automatisch den Maßstab 1:1. Wenn ich jetzt aber zwischendurch den Maßstab wechsle, ändert sich der Maßstab des Textes nicht. Also der würde immer in 1:1 bleiben, würde dann irgendwann zu klein werden, wenn ich aber einen anderen Maßstab, einen größeren Maßstab zeichne, ja. Da könnte ich das hier einschalten, Maßstäbe zu Beschriftungsobjekten hinzufügen, dann würde er automatisch den neu eingestellten Maßstab zu unserem Beschriftungsobjekt hinzufügen. Das heißt, das Beschriftungsobjekt hat jetzt einen Maßstab 1:1 und den Maßstab 1:20. Wenn ich das ausschalte, dann hat das Beschriftungsobjekt nur den jeweiligen Maßstab, den ich aktuell eingestellt habe.
Als nächstes haben wir Beschriftungsmaßstab der aktuellen Ansicht. Das ist das gleiche wie nebenan. Also das ist sozusagen ein großer Button hier, eine große Taste. Da können wir halt den Maßstab erstellen. Ne? Wenn wir jetzt einen eigenen Maßstab haben möchten, dann müssen wir hier auf Benutzer definiert und auf Hinzufügen. Das sind alles Maßstäbe in Millimetern. Egal, in was für Einheiten wir zeichnen, das sind immer Millimetermaßstäbe hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Maßstab in Metern möchten, dann müssen wir hier zum Beispiel unseren Maßstab einen Meter sagen. Ich möchte jetzt den Maßstab 1 zu 100 in Metern. Also das M kann man auch weglassen. Ich mache es nur zur Verdeutlichung hin. Ja? Und das errechnen wir jedenfalls jetzt mit 1000 durch 100. Ergibt unsere Papiereinheiten. Die wären jetzt 10. Einfach okay. Und dann hätten wir den Maßstab 1 zu 100 Metern. Das ist ideal, wenn man zum Beispiel Grundrisse zeichnet, damit das dann später auf dem Papier ordentlich umgerechnet wird. Ich lösche den erstmal wieder raus, drücke OK und belasse es so, wie es ist. Kommen wir zu dem Arbeitsbereich. Hier können wir im Arbeitsbereich zwischen 2D-Beschriftung, also zwischen 2D-Zeichnen und 3D-Modellierung hin und her wechseln. Weiterhin können wir hier unsere eingestellte Oberfläche abspeichern. Das heißt, wenn mehrere Mitarbeiter in einer Firma sind, könnte man jetzt hier seine Oberfläche anpassen, wie man möchte. Ich nehme jetzt zum Beispiel die Gruppe Zeichnen raus. Jetzt verschwindet die hier vorne. Und jetzt könnte ich das hier abspeichern. Speichern unter. Jetzt gebe ich hier zum Beispiel meinen Namen ein. Und schon weiß jeder, ich habe meine Oberfläche unter meinem Namen gespeichert und könnte die dann auch wieder hier abrufen. Die erscheint dann hier. Ich schalte die Gruppe wieder hinzu. Und jetzt ist sie wieder da, ne? Als nächstes haben wir hier noch die Beschriftungsüberwachung. Die schalte ich jetzt mal ein. Oder ich schalte die mal aus. Ich ziehe jetzt hier irgendeine Linie rein. Und werde hier eine Bemaßung reinsetzen. So, wir wissen jetzt, diese Linie ist 25,74 lang. Das Problem hierbei ist jetzt nur, wenn ich diese Linienlänge ändere, oh, auf einmal geht's nicht. Also auf einmal ändert sich das Maß nicht mehr mit. Woran liegt denn das? Ja, das liegt daran, dass die Beschriftungsüberwachung aus ist und wir nicht darüber informiert werden, dass diese Bemaßung nicht assoziativ ist, also nicht abhängig ist zu dieser Linie hier unten. Ne? Ich könnte jetzt hier auf dieses gelbe Rechteck klicken, erneut verknüpfen drücken und jetzt zeigt er mir schon hier, dass ich neu verknüpfen soll. Also von der und die Seite soll jetzt hier verknüpft werden. Und jetzt seht ihr, ist das Rechteck weggegangen, das gelbe. Und wenn ich jetzt die Linie lang ziehe, dann ändert sich das Maß automatisch mit. Also die Beschriftungsüberwachung empfehle ich eingeschaltet zu lassen, weil so wisst ihr immer, dass eure Bemaßungen später auch Bezugspunkte haben. So, und als nächstes haben wir noch Objekte isolieren. In diesem Befehl können wir zum Beispiel Zeichnungsobjekte freistellen. Ja, ich sage jetzt Objekt isolieren, ich sage jetzt das Rechteck. Enter und schon sehen wir nur noch das Rechteck. Alles andere an Zeichnungen drumherum würde verschwinden. Wenn ich die anderen Zeichnungsobjekte wieder haben möchte, sage ich hier einfach Objektisolierung beenden und die anderen Objekte erscheinen wieder. Ansonsten haben wir hier nochmal die Beschriftungsüberwachung, eine Information, dass es aktiv ist. Dann haben wir hier Vollbild. Können wir halt Vollbildmodus ein- und ausschalten und wie gesagt hier hinten noch die Option hinzu- oder wegschalten, die wir nicht brauchen. So, und das war es erstmal kurz zu der Oberfläche. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Tutorial und dann fangen wir an zu zeichnen mit den ersten Zeichnungsbefehlen. Bis gleich.